Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Beim Airthings Masters sind wir beim großen Finale angekommen und es standen sich gegenüber Magnus Carlsen und Hikaru Nakamura. Alle von euch, die das in den letzten Tagen verfolgt haben, auch auf diesem Kanal, wussten natürlich, was jetzt kommt und wo wir gelandet sind. Magnus Carlsen hatte sich im Doppel-K.O.-Modus auf der Gewinnerseite durchgesetzt, im oberen Teil des Turnierbaums, und Hikaru Nakamura nach seinem Sieg gegen Wesley So im Finale auf der Verliererseite musste jetzt nicht nur einmal gewinnen, sondern zweimal gewinnen im großen Finale, während Magnus Carlsen der Gewinn eines Matches reichte, um das Turnier zu gewinnen. Das ist der Modus hier bei diesem Double Elimination KO. 4 Rapid-Partien waren wie immer angesetzt. Und wir schauen uns gleich die erste Rapid-Partie an. Natürlich, wie immer, wenn es 2-2 steht, gibt es eine Armageddon-Partie. Mal schauen, ob wir das auch noch anschauen. Auf jeden Fall hatte es die erste Partie in sich und da gehen wir direkt rein. Vorher noch ein kleiner Hinweis, bevor ihr euch wundert. Ich muss heute eine leicht veränderte Szene benutzen. Nicht wundern, der Teil der chess.com-Webseite, den ich normalerweise benutze, um meine Partien anzuzeigen mit Bewertungsbalken und dem üblichen Design, hat einen kleinen Bug gerade. Deswegen musste ich jetzt für dieses Video eine andere Szene nehmen. Ich gehe stark davon aus, dass das innerhalb der nächsten Tage behoben wird. Morgen kommt sowieso erstmal der Podcast, die nächste Folge, die Schachglatzen, für die es noch nicht wissen. Da gibt es sowieso kein Design von chess.com. Also beim übernächsten Video sollte eigentlich alles wieder okay sein. Hoffe ich. Egal. Hört genau zu, ich werde zwischendurch die Bewertung natürlich auch verbal einblenden, wollte ich jetzt sagen, natürlich verbal ausdrücken, genau zuhören. C4 hier, Magnus beginnt mit C4, Springer F6, Springer F3, E6, Springer C3, D5 und über Zugumstellung nach D4 sind wir jetzt plötzlich im Damengambit. Fing halt mit C4 Englisch an, aber jetzt sind wir im Damengambit gelandet. Und hier spielt Schwarz die Wiener Variante. D schlägt C4. Hier an dieser Stelle, das ist eine Grundstellung des Damengambits, da gibt es so viele Möglichkeiten hier. D schlägt C4. Eine sehr forcierte Variante. E4. Weiß hat ein schönes Zentrum hier. Na, die Pfeile gehen jetzt hier schon wieder anders. Ne? So. Und Markierungen. Schönes Zentrum. Der Hauptzug lautet hier Läufer B4, Fesselung des Springers. Und das droht hier Schlagen auf E4. Aber in den letzten Jahren wird die Variante mit B5 sehr viel gespielt. Es geht hier weiter mit E5. Sofort Springer B5 ist nicht so gut wegen Springer E4, da muss man natürlich aufpassen. Na? Hier E5 erstmal. Greift den Springer an, der muss ziehen. Und jetzt nimmt man auf B5 raus. Weiß hat seinen Bauern wieder. Schwarz deckt jetzt aber den Bauern C4. Der ist jetzt nicht angegriffen hier, muss man aufpassen. Springer B6. Sieht alles ein bisschen krumm aus. Aber wie gesagt, das ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel gespielt worden, die Variante. Und ich habe auf diesem Kanal auch schon mehrere Partien analysiert. Ich muss gestehen, ich bin kein Fan dieser Variante, weder mit Weiß, also insbesondere nicht mit Schwarz. Die Struktur ist halt echt mies, aber es gibt hier viele dynamische Möglichkeiten. Ne? Läufer B7 kommt sehr gerne hier, Springer C6. Das Feld D5 hat man hier für den Springer, ist natürlich auch ein schönes Feld hier. Und diese Diagonale hier, ne, für den Läufer. Der Hauptzug ist hier Läufer E2 mit der Idee zu rochieren, ist auch sehr logisch. Aber Carlsen spielt jetzt hier A3. Das ist eine kleine Spezialität von ihm. Das hat er schon mal gespielt und interessanterweise auch schon mal gegen Nakamura. Es geht hier weiter mit Springer C6. Läufer E3, alles Entwicklung. Nakamura spielte vor 2 Jahren im Finale der Magnus Carlsen Chess Tour Springer A5 hier sofort, deckte den Bauern C4. Und natürlich gibt es ja auch dieses schöne Feld hier für den Springer, ne? B3. Das Feld B3 ist natürlich geschwächt durch diesen Bauernzug A3. Ne? Damit die 7 aber hier zuerst. Wirft einen Blick auf den Springer. Es droht hier, wenn ich richtig sehe, Springer schlägt E5. Und dann schlagen auf B5 eventuell.
Wobei es Springer, ups, wobei es hier natürlich noch Springer schlicht C7 Schach zu berechnen gibt, wenn Springer E5 kommt. Aber so oder so, Weiß zieht zurück den Springer nach C3. Auf B5 hat er auch nicht viel zu suchen. Der steht da ganz alleine rum. Schwarz entwickelt sich weiter mit Läufer B7. Dame C2. Bringt die Dame in Stellung. Und jetzt spielt der Nakamura Springer A5. Wie vor 2 Jahren gegen Carlsen. Stellt er den Springer auf A5, das ist auch schon sehr, das ist auch logisch, ne? Der guckt nach B3 rein. Vor allen Dingen, Schwarz deckt den Bauern nochmal, den C4 hier. Das ist ja so die große Schwäche im schwarzen Lager, ne? Die Idee ist nicht hier auf F3 zu nehmen, den Läufer zu geben. Der Läufer ist zu gut, zumindest nicht gegen diesen Springer hier. Es geht hier weiter mit Turm D1. Ja. Turm D1 ergibt Sinn, auch um C5 hier aus dem Spiel zu nehmen. Ne? Das könnte auch eine Idee gewesen sein, C5 zu spielen. Das Zentrum zu attackieren, aber nach Turm D1 geht das nicht. Ne? Nach C5 nehmen wir weg und gewinnen hier Material. Naja, zumindest einen Bauern. Springer D5 geht halt noch. Aber gut, C5 ergibt hier keinen Sinn. Schwarz spielt Turm B8. Der Turm steht hier vorübergehend. Also auf den ersten Blick sieht das komisch aus, aber die B-Linie, ne? Ganz wichtig hier. Ist eine halboffene B-Linie. Früher oder später wird dort der Druck, der Turm Druck ausüben. Der Druck. Der Druck wird den Turm ausüben. Nee, der Turm übt Druck aus. Läufer E2, Entwicklung. Läufer E7, Entwicklung. Und jetzt hier sehr, sehr stark von Magnus Carlsen. Und man muss sagen, bis hierhin spielten beide auch sehr, sehr schnell. Die haben das gut analysiert. Weiß rochiert hier nicht. Das wäre ein logischer Zug. Er spielt hier H4. Gefällt mir sehr, dieser Plan. Ziemlich simpel. H5, H6, schwarze Felder schwächen. Punkt. Läufer C6 von Schwarz. H5. Das ist hier schon eine kritische Stellung, finde ich. Es gibt hier verschiedene Wege zu reagieren mit Schwarz. Die Stellung ist ungefähr ausgeglichen die ganze Zeit. Es ist bewertungsmäßig nichts passiert bisher. Groß. Die Engine zeigt häufig einen minimalen Vorteil für Weiß an, so plus 0,3, 0,4, einfach weil die Struktur besser ist. Aber die dynamischen Möglichkeiten sind da. H6 kann man hier spielen, um den H-Bauern zu stoppen. Man kann hier aber auch einfach rochieren und sagen, ach was, komm bis nach H6, ich spiele G6. Klar, die schwarzen Felder sind geschwächt, aber der Königsflügel ist geschlossen. Ein Königsangriff ist nicht so leicht möglich. Nakamura spielte weder das eine noch das andere. Er spielte hier Läufer A4. Greift hier die Dame sofort an. Das ist prinzipiell richtig. Nur in dieser konkreten Stellung wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Springer A4, Dame A4. So, Dame A4, Springer A4 ist natürlich nicht gut. Dann ist der B2 schwach. Dame E4 ist hier sehr stark. Das war der Grund, warum Läufer A4 noch nicht sofort hätte geschehen sollen. Gibt hier Möglichkeit mit Dame G4, ne? Beziehungsweise die Dame steht einfach schön hier im Zentrum. Na schön. Zentralisiert, ne? Stattdessen Turm C1. Weiß deckt die Dame. Springer B3. Wenn jetzt Weiß zurückgeht nach D1 mit dem Turm, kommt wahrscheinlich Springer A5 mit Zugwiederholung. Deswegen spielt der Weltmeister Turm B1. Jetzt hätte Schwarz rochieren sollen oder H6. Das sind die beiden Züge, die ganze Zeit möglich sind hier. Stattdessen spielt der Dame A5 Schach. Und das ist hier eine Ungenauigkeit. Der König geht nach F1. Der steht hier nicht schlecht. Zumal der Turm hier genug Platz hat auf der H-Linie, ne? Was ist das Problem mit Dame A5? Ganz einfach, der Bauer C4 hängt jetzt. Und ja, wie will man ihn decken? Man könnte jetzt die Dame nach A4 zurückziehen. Ne? Das wollte aber Nakamura nicht. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie er das behandelt hier. Er spielt C5. Das ist auch seinem Stil entsprechend. Ne? Der sucht immer nach dynamischem Spiel, aktivem Spiel für seine Figuren und gibt gerne auch mal einen Bauern her. So, das Zentrum wird angegriffen. H6 erstmal. Starker Zug, greift G7 an. G6. Bloß nicht haarschlicht G7 zu lassen, aber jetzt sind die schwarzen Felder schwach. Hier hat Weiß auf jeden Fall was erreicht durch diesen
Vorstoß des Saarbauern bis nach H6, ne? Es geht weiter mit D schlägt C5. Der wird erstmal geschlagen. Läufer schlägt C5. Und hier hätte Weiß eigentlich den Bauern C4 sofort schlagen können. Läufer schlägt C4. Springer schlägt C4, Dame C4, Läufer E3, Fe3 ist eine Variante. Und hier hat Weiß einfach einen glatten Mehrbauern. Der weiße König kann hier aber F2 ein sicheres Plätzchen finden. Dann kommt der Turm hier rüber. Oder der Turm kommt über H4 ins Spiel. Ne? Das geht auch. Aber hier hat Schwarz wirklich keine richtige Kompensation für den Minusbauern. Stattdessen, Läufer schlägt C5 sofort. Dame schlägt C5. Und ganz stark jetzt hier Turm A4. Greift den Bauern auf C4 ein drittes Mal an. Der ist nur zweimal gedeckt. Wenn ihr in Mathematik aufgepasst hättet, wisst ihr, Schwarz muss den jetzt decken, wenn er ihn nicht verlieren möchte. Das kann er nur mit Turm C8 hier eigentlich. Na, Springer A5 geht vielleicht auch, aber ihr möchtet den Springer nicht zurückziehen. Turm C8. Weiß steht hier etwas besser nach Turm D1. Keine Frage. Immer die ganze Zeit wegen der besseren Struktur. Die weißen Figuren haben ja auch Einbruchsfelder hier, ne? Das sieht schon ganz gut aus für Weiß. Aber auch das wieder typisch für Nakamura. Er spielt Rochade und sagt sich, nö, den Bauern kannst du haben. Läufer schlägt C4. Turm FC8. Ihr seht es, wie er spielt. Alle Figuren aktiviert. Aber er hat einen Bauern gegeben, ne? Carlsen rechnet korrekt, nimmt den Springer auf B3, Läufer B3. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt auf C2 oder man spielt Dame B5 Schach. Carlsen spielte Dame B5 Schach. Er möchte die Damen nicht tauschen. Greift natürlich die Dame auf C2 an, deswegen Dame E2 und jetzt Dame B3. Damentausch vermieden, aber Weiß hat einen Bauern mehr. Und Turm B4. Jetzt kommt der Turm rüber über die vierte Reihe. Solche Züge sind immer schön über das gesamte Brett. Ja, was soll man machen? Dame A2. Schwarz kämpft natürlich weiter, greift den Turm an. Turm D1. A5. Turm B5. A4. Dame E4. Weiß zentralisiert wieder die Dame. Liebäugelt natürlich mit dieser Geschichte hier, ne, auf den schwarzen Feldern. F4, G4, F4, F6, Dame G7, matt. Schwarz findet nichts Besseres, außer Dame C4 hier die Damen zu tauschen, um das Ganze abzuwehren. Dame schlägt C4, Springer schlägt C4, Turm B8, Turm B8. Er sieht so aus, als ob Schwarz hier ein bisschen Gegenspiel hat gegen B2, aber ihr müsst bedenken, der schwarze König steht hier auf Grundreihenmatt. Ne? Der Turm muss die Grundreihe decken. Turm D4 greift den Springer an. Ja, ob Turm D7 sofort oder Turm D4 zuerst, das macht keinen Unterschied. Turm C8 und jetzt Turm D7. Springer B2, Springer G5. Schwarz hat seinen Bauern wieder, aber ihr seht es, Weiß steht ultra aktiv hier. Ne? Und diese beiden Bauern hier nerven total. Turm F8. Hier gibt es eine wunderschöne Gewinnvariante, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar Turm C7 hier. Dem Springer die Felder wegnehmen. Es droht hier sowas wie Turm C3 und der Springer hat irgendwann keine Felder mehr. Oder König E2 droht auch. Ne, König E2 droht vor allen Dingen. Deswegen Springer D3. Und hier ganz stark Springer E4, Springer E5 und hier Springer F6 Schach, König A8, F4. Der Springer hat nur ein Feld, D3 und jetzt G3. Und hier gewinnt Weiß, weil er den Springer gewinnt. Es kommt König E2, der Springer hat keine Felder, nur B2 und dann Turm hierhin. Oder der König jagt den Springer einfach. Das große Problem ist für Schwarz, er steht ja auf Matt. Sobald der Turm wegzieht, irgendwohin, kommt Turm schlägt F7 und Turm schlägt H7 matt. Das ist eine richtig tolle Variante zum Thema Dominanz auch. Ne? Die schwarzen Figuren werden komplett dominiert hier. Naja, aber nicht einfach zu sehen natürlich in einer Rapid-Partie, zumal jetzt auch die Jungs schon ein bisschen überlegt hatten, nicht mehr so viel Zeit hatten. Carlsen spielte Turm D4. Turm C8, Turm E4. Greift F7 an. Turm C1 Schach, König E2, Turm C2, König E3, Turm C3, König D2, Turm C7. Ein paar Schachs gegeben, um Zeit zu gewinnen. Turm B4, greift den Springer an. Springer C4 Schach. König E2. Es droht matt, nicht vergessen. Turm C8 zurück. Turm schlägt A4.
Ja, hier gibt es zwei Möglichkeiten für Weiß. Entweder er gibt den E-Bauern oder den A-Bauern für den schwarzen A-Bauern und er entscheidet sich für den E-Bauern. Springer schlägt E5, Turm A7 aktiviert wieder, greift hier F7 an, droht F4, Springer G4, Springer schlägt F7. Und hier hatte sich Nakamura verrechnet. Ich habe da live zugeschaut auch noch. Und hier dachte ich, warum nicht Turm F8? Den Springer vertreiben und dann auf H6 nehmen eventuell. Diesen gefährlichen Bauern entfernen. Aber hier gibt es das super starke F3, diesen Zwischenzug hier. Wenn der Springer jetzt nach F6 zieht, kommt einfach Springer G5 wieder. Ne? Mit Angriff auf den E6. Ne? Turm G7 Schach droht auch. Und auf Turm schlägt F7 kommt Turm A8 Schach, Turm F8, Schlagen, Schlagen, FG4, gewonnenes Bauern endspiel. Ne? Gehen wir zurück. Nach Springer schlägt F7. Nakamura schüttelte auch häufig den Kopf, spielte Turm B8 hier. F3, Turm B2, König D3, Springer F2, König D4, Turm D2 Schach, König E3, Turm A2, Springer G5 und jetzt ist es matt. Nakamura lässt sich matt setzen hier. Springer D1 Schach und er gab gleichzeitig auf. Er hatte gesehen, dass er jetzt matt ist. Er hat halt nicht mehr viel Zeit gehabt. Der König läuft einfach nach F4 hier, es gibt kein Schach mehr und hier wird er matt gesetzt. Klar, es gibt noch E5 Schach, aber dann gehen wir irgendwo hin. König hier hin. Kein Schachs mehr. Und dann matt hier. Ne? Das war letztendlich auch schon die Entscheidung in dem Match. Denn die restlichen drei Partien endeten alle remis. Damit gewann Magnus Carlsen 2,5 zu 1,5. Nakamura hatte noch in der dritten Partie die Chance zurückzuschlagen. Da stand da, glaube ich, sogar temporär auf Gewinn im Endspiel. Aber hat es dann nicht geschafft im Turmendspiel. Das ist auch nicht so. Man hatte den Eindruck auch, dass die Rollen so ein bisschen getauscht wurden, teilweise, dass Nakamura derjenige war, der angriff und Carlsen derjenige war, der verteidigte. Wobei in der Partie nicht. Aber dann in den anderen Partien. Ja, das war das Airthings Masters, meine Berichterstattung dazu. Magnus Carlsen gewinnt die erste Etappe der Champions Chess Tour. Das nächste Masters kommt Anfang April. Bis dahin wird es allerdings ein paar Qualifikationen geben. Es haben sich schon qualifiziert Carlsen, Nakamura, Wesley So und Fabiano Caruana, der die Division 2 des Airthings Masters gewonnen hat. Damit qualifiziert er sich für das nächste Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen und denkt dran, morgen kommt die nächste Folge von der Schachglatzen, von den Schachglatzen Podcast. Ein sehr interessantes Thema, geht um Geld. Macht's gut.